So, da gehe ich mal ganz kurz raus. Dumm, die Dadel, die dumm, die Dadel, die. Dann gehe ich mal zur Stadt kehren. Jetzt müsst ihr alle furchtbar deprimiert sein, weil es keine Portale mehr gibt. Aber ich glaube, davon werden wir hier nichts. Ah, zur Farm geht's da hinten. Okay. Elysium Cluster und zum. Wir gehen mal kurz zum Diner. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum Dynamite. So. Und reden mal mit 30 Milliarden Leuten. So, mal ganz kurz gucken, was ist das denn hier? Erdnüsse. Erdnüsse, lecker. Erdnüsse schmecken besser als Pferdnüsse. Was? Vielleicht hätte ich über den Satz vorher mal nachdenken sollen. Du hast Mikey gefressen. Was? Aber, oh nein, ich dachte, ihr wart Erdnüsse. Ach, schon okay. Mikey war eh ein Arsch, mach dir keinen Kopf. Und wir sind Erdnüsse. Sapiente Erdnüsse, aus einer anderen Zeit. Lecker und clever. Es gibt Dinger, die krabbeln. Kann ich euch vielleicht trotzdem mitnehmen? Wie die Dinge hier laufen, muss ich euch wahrscheinlich zur Erdnussbutter verarbeiten. Nein, das wäre uns ehrlich gesagt nicht so recht. Lasst ihn ausreden. Vielleicht hat er ja einen guten Grund. Einen guten Grund, uns zu Erdnussbutter zu verarbeiten? Stimmt, den hat er noch nicht genannt. Ja, warum will er das eigentlich? Ach, schön. Ich feiere das sehr. Ist auch die beste Charakteranimation. Die Erdnüsschen. Da haben wir Mikey gefressen. Das tut mir sehr leid aus Prinzip als Reiseprovinz. Für die Liebe. Seit wann brauche ich einen Grund da hier? Für die Liebe. Wow. Na, das ist doch mal eine Antwort. Für die Liebe opfern wir uns doch gerne. Yippie! Ich zuerst! Eine Frage noch. Wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ach ja. Würde mich auch interessieren. Lasst ihn doch ausreden. Der eine hört sich auch wieder an wie Poki, so ein bisschen. Ne? So, Golds Zuneigung, die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ich probiere mal das Erste. Ich will Golds Zuneigung zurückgewinnen. Oh, das ist so süß. Ich weiß nicht. Ich bin auch nicht überzeugt. Aber es geht um Gold. Ja, aber wer ist Gold? Ich meine, kennen wir sie überhaupt? Also, ich kenne sie nicht. Ach, stimmt. Woher sollen wir wissen, ob ihr zusammenpasst? Goal ist auch mehr so das Stretch-Goal. Hä? Wie meinst du das? Es ist so rätselhaft! Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ohne Erklärung haben wir auch keinen Deal. No, Sir. Such dir jemand anderen, den du zu Erdnussbutter verarbeiten kannst. Okay, ich sag's euch ja. Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Na, nicht für ungut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Okay, also wir brauchen einen triftigen Grund, warum wir diese Erdnüsse... Oh, ja. Okay, ich rede mit Ung. Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Okay, wir versuchen mal zu kommunizieren mit dieser Lebensform. Oh Gott. Das Käffchen. Was? Guten Tag, der Herr. Was? Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ung. Hallo. Du verstehst, was ich sage? Aber selbstredend. Kommunikation ist eines der wichtigsten Attributive für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit Ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Es ist, das Spiel ist einfach so doof. Es ist einfach so doof. Hier. Rufus bringen Stein. Interessant. Bei dem Werkstoff, aus dem dieses bildhauerische Opus Magnum gefertigt wurde, handelt es sich offenbar um Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Leider verbietet mir mein Respekt vor den schönen Künsten, dieses ästhetische Machwerk zum Behufe meiner niederen kommerziellen Ambitionen auszuschlachten. Das wäre Barbarei. Ha ha.
Okay, wir müssen das Kunstwerk also verunstalten, damit der feine Gentleman hier... Es ist einfach schön. Einfach schön. So, Vince, was los? In seinem Alter sollte er eigentlich nicht mehr Zeit reisen. Unsinn, Junge. Der graue Star verhindert zwar das dreidimensionale Sehen, aber wir reisen ja in vier Dimensionen. Gehört dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritardes. Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Die Ritardes ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Juwel, sagt er. Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat. Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Ritardes lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Gut, da frage ich später nochmal nach. Vielleicht hat er ja draußen eine blaue Telefonzelle stehen. Das wäre natürlich fein. Okay, der alte Maverick und der junge Maverick. Ich weiß gar nicht, wen ich zuerst fragen soll. Der alte sieht aus wie Egon Olsen. Was für ein Kotzbocken. Oh, sehr sympathisch jetzt schon. Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso, habe ich dich etwa zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Ha, guter Versuch. Das Instant Change Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich, es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der 5er-Serie automatisch. Ein schönes Gerät, keine Frage. Ja, der Traum eines jeden Zeitreisenden. Lange dachte ich, es würde nur für eine Zweier reichen, den sogenannten Mutterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die 5er. Ich habe geschuftet, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist... Das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich, diesen Faulenzer. Der wollte mir schon längst eine leckere Fulok-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fulok-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. Okay, wir müssen ihm also in seinen vergangenen Arsch treten. Das ist er früher und das ist er... Okay. Was für ein Waschlappen. Was für ein Kotzbrocken. Verstehe. Oh. Oh nein, die Fulok-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt doch von diesem Job ab. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie... wie ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Sonst werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fulok-Rippen ausgegangen. Oh je, was für ein Fiasko. Ich frage mich gerade, sind wir derjenige welche, der aus diesem unsicheren jungen Maverick so einen harten, eiskalten Mann formt? Wir machen diesen Jungen zu einem wahren Mann. So wird es wohl sein. Toilette. Wer braucht denn da so lange? Es ist der Erik Range. Ach so, warte, ich frag mal. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Oh. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhoe? Nein, die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehricht? Jaha, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch?
Bist du das? Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses prima Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Cletus Koffer. Ich erinnere mich daran. Aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Oh, eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Genau. Aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Oh, das wäre toll. Ach ja, da treffen wir einfach mal alte Freunde wieder. Das finde ich ja toll. Soll ich pfeifen? Nein, das hilft hier nicht. Ich habe eine echte Zeitverstopfung. Okay. Wer braucht denn da so lange? Es klemmt ihm wohl die Stange. Wer braucht denn da so lange? Öffnet das Höschen mit der Zange. Wer braucht denn da so lange? Er hat wohl Kacke an der Wange. So, jetzt reicht's aber. Goldbürste, können wir das irgendwie beschleunigen hier? Ein Butterfass, da können wir doch mal vielleicht... Ich verstehe nicht, wie mir das bei meiner Mission helfen soll. Das ja. Geht mir genauso. Deswegen versuche ich es einfach mit allem und jedem zu benutzen. Aha. Sieh an, da hat das einer durchschaut. Aber ich dachte, vielleicht können wir mit dem Butterfass einfach mal, weißt du, ein bisschen nachpömpeln. Ich weiß nicht genau, wie ich das sonst sagen soll. Die Erdnüsse müssen wir noch überzeugen. Rita sieht auch mega... Ich sehe alle Voraussetzungen für eine hinreißende Liebesgeschichte. Nur die weibliche Hauptrolle sollte man vielleicht neu besetzen. Ja, die Rita sieht sehr ambitioniert aus. Komm, wir flirten mal mit ihr. Kühlocksuppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot und mich gibt's auch günstig zu schießen. Mein Name ist Rita. Bist du Single? Nein. Ja, es ist kompliziert. Verschwende nicht meine Zeit. Ich bin fast 40 und Kellnerin in einer Stadt ohne Zukunft. Denkst du wirklich, ich habe Lust, mir dein Gejammer anzuhören? Du hast gefragt. Ich wollte nur... Tick-Tack. Tick-Tack. Hörst du das? Das ist meine biologische Uhr. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Das ist schon böse. Vor allen Dingen, die Frage ist natürlich, hat die nicht unendlich Zeit hier? Ich meine, die wird doch gar nicht älter. Ganz schön voll hier. Gibt's was umsonst? Ja, ein Tipp für deine Freundin. Solange sie keinen Ring am Finger hat, sollte sie ihren Typen nicht allein durch die Stadt wandern lassen? Meine Frage bezog sich auf das Essen. Ach, sag das doch gleich. Fuelock-Suppe ist aus. Toast und Milch sind sonst noch Fragen. Ich glaube, sie scheint ein bisschen in einer Notlage zu sein. Einmal Toast und Milch bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Aber ich dachte, die sind umsonst. Die Portale sind zu. Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Hast du eine Zeitmaschine? Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich eine hätte? Zeitmaschinen sind selten geworden. Maverick hat eine Instant Change. Aber er würde lieber seinen Großvater überfahren, als jemanden darin mitzunehmen. Und dann ist da noch Vince, der allerdings nur deterministische Zeitreisen anbietet. Das ist erstens langweilig und zweitens riecht Vince nach verdauten Pflaumen. Ansonsten kenne ich nur noch das alte Timepod in Roccos Werkstatt. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Wenn du also eine Passage brauchst, vergiss es einfach. Wir sind hier alle gestrandet. Das Beste, was du tun kannst, ist, so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen. Mhm, verstehe. Einmal Toast und Milch. Hast du Nö. Dann musst du... Okay, ciao. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Ja, so. Parsnips.de wahrscheinlich. So, die Frage ist natürlich... Erstmal der Zusammenhang. Hier oben der DeLorean und dann ich... Ne, das sieht einfach, der sieht einfach aus, als würde er gleich hier aussteigen und sagen... Oder als würde er einsteigen und sagen, da wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Der sieht einfach irgendwie so aus. So. Ich, geh mal ganz kurz hier nochmal schauen. Es geht hier einfach in alle Richtungen. Zum Elysium-Cluster. Hier ist noch ein Fragezeichen. Wir haben ja alle möglichen Gegenden zu erkunden, offenbar. Ist das nicht... Nee. Hey, die Krabben! War das nicht gerade die Krabben aus dem... Wie hießen die? Die Krabben aus dem Bett? Kantapa. Wie hießen die nochmal? Schrottkrabben in meinem Bett. Hießen die Schrottkrabben in meinem Bett? So. Ja, ist er nicht. Da können die lange bohren. Was? Da können die lange bohren. Was bohren die denn da eigentlich? Und wieso kommt mir der Architekt so bekannt vor? So, hallo Architekt. Huhu, ich
Ich hätte da mal eine Frage. Fass dich kurz. Ich muss arbeiten. Der Durchbruch in die Zukunft steht kurz bevor. Ich kann sie schon riechen. Entschuldigung, das ist die Aufregung. Ach, die bohren hier, um die Zukunft zu finden? Na, ich weiß ja nicht. Was genau macht ihr hier? Wir vermuten eine sogenannte Zukunft im Sediment unterhalb der Stadt. Darum haben wir angefangen, das Fundament auszuhöhlen. Habt ihr keine Angst, dass die Stadt dadurch irgendwie, weiß auch nicht, abrutschen könnte? Die Chancen wiegen die Risiken allemal auf. Diese fantasielosen Hinterwäldler da oben wissen ja gar nicht, was für ein Rohjuwel sich direkt unter ihren Füßen befindet. Sie sehen nichts weiter als einen Sockel, der die Statik ihrer Wohnungen garantiert. Ich sehe Straßencafés, moderne Büroflächen und erschwingliche Loftwohnungen für modebewusste Besserverdiener. Wie zum Beispiel Architekten von Portalbauämtern. Ganz genau. Verstehe. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll. Dabei ist es doch so einfach. Wir wollen ein solventes Publikum anlocken. Zeitreisende, die eben nicht von gestern sind. Ein Portal in die Zukunft würde Paradox City zurück auf die Landkarte bringen. Das Stichwort lautet: ständiges Wachstum durch Erschließung der Zwischenzeiten. Und wir schaffen dafür die Anreize. Du spuckst beim Reden. Ich muss nach Kuwak, einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuwak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuwak, aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich die Portale wieder geschlossen haben. Das sollte man als Chance begreifen. Es beweist einmal mehr, wie wichtig der Anschluss von Paradox City an die Zukunft ist. Ich sehe bereits die Kampagne vor mir. Der einzige Weg zurück führt nach vorn. Besser noch, zurück durch die Zukunft. Aber das ist doch alles nur Geschwafel. Der Grund für die fehlende Zukunft liegt in der Vergangenheit. Happalapap. Heute? War gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Ach, du ahnst es nicht. Also müssen wir jetzt quasi zurück in die Vergangenheit, um die Zukunft zu erschließen, damit wir überhaupt eine Zukunft haben. Vor allen Dingen weiß ich nicht genau, warum die Portale sich überhaupt geschlossen haben. Ich muss wirklich dringend nach Kuwak. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gründe für das Fehlen der Zukunft dort und nur dort zu beheben sind. Happalapap. Heute war gestern. Ja, okay, kennen wir schon. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten auf mich dachte, ja, auch das. Kennen wir auch. Das lassen wir mal. Achso, Entschuldigung. Und hier haben wir noch einen Bauarbeiter. Das stimmt wohl, was die Leute sagen. Klappern gehört zum Handwerk. Wieso klappern? Der klappert doch gar nicht. Was liest du eigentlich für ein Magazin? Ist das ein Porno? Nee. Was liest du da? Das ist die zukünftige Ausgabe von Hetz. Ach, was sonst? Und? Sind Helme wieder im Kommen? Ach, leider nicht. In der Zukunft werden alle handwerklichen Arbeiten von Maschinen verrichtet. Das wäre ja super. Da müsste niemand mehr arbeiten. Ich auch nicht. Was denkst du, warum ich mich hier so ins Zeug lege? Sicher nicht für das Geld. Der Job ist so schlecht bezahlt, dass ich noch einen zweiten brauche, um über die Runden zu kommen. Und was ist dein zweiter Job? Ich schreibe Fake-Rezensionen für ein werbefinanziertes Bewertungsportal, das kostenlose Vergleichsportale zum Erwerb von Baumaschinen vergleicht. Ach, wenn es doch endlich Maschinen gäbe, die uns all diese wichtigen Aufgaben abnehmen könnten. Das ist doch die Hetz, oder? Sag dich doch bereits. Kann ich sie haben? Nee. Ich brauche sie zu Recherchezwecken. In dieser hochtechnisierten Arbeitswelt ist Weiterbildung integraler Bestandteil des Arbeitsalltags. Du könntest ja mal Pause machen. Meine Mittagspause wäre schon überfällig. Dummerweise kann ich die Maschine nicht allein lassen. Ja, deine Anwesenheit hier scheint mir geradezu immanent. Ich sag dir was, du bekommst das Magazin, wenn du mir dafür ein Erdnussbutter-Sandwich bringst. Ein Erdnussbutter-Sandwich also. Kein Problem. Oh, oh. Oh, oh. Ich ahne was. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir scheinen hier ein ernsthaftes Fuel-Lock-Problem zu haben. Aber es ist noch zu früh, um Schuldfragen zu stellen. Ja, wo die Fuel-Locks wohl herkommen, ich weiß es nicht. So, hier. Oh je. Fuel-Lock-Alarm.
Schon wieder. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen. Nein, heißt es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Das hat er jetzt nicht so viel gebracht. Da oben ist ein Hebel, Mann. Da ist ein verdammter Hebel. Bohrloch. Da können die lange bohren. Achso, lass mal schon mal. Und Bauarbeiter? Das stimmt wohl, was die Leute sagen. Klappern gehört. Ja, das kennen wir auch schon alles. Sirene. Ah, hier läuft die Zeit ab. Oh je. Fuel lock. Okay, ich warte mal, bis die Zeit abläuft. Dann gehe ich nochmal ganz kurz. Warte. Oder warte, bevor ich jetzt gehe, ich weiß, hier ist auch noch... Hier. Ich glaube, wir müssen dann hier zum Elysium-Cluster, ne? Hier hin. Fuel-Lock-Alarm. Ich weiß nicht, ob die Brücke dann runtergelassen wird oder keine Ahnung. Hier ist so ein Hebel. Wir können ja mal mit dem Ausguck reden. Erstmal gucken.